Vor was hast du Angst? Dass meine Eltern sterben. Vor Menschen. Spinnen. Hunden. Also ich habe Angst vor den Gruseln nicht unbedingt, aber ich finde sie schrecklich. In geschlossene Räume fest zu sein. Oder besser Lawine. Lawine? Mhm. Avalanches. Ratten. Und Mäuse. Und Riesen. Arbeitslos zu sein. Kakerlaken. Weil Kakerlaken können 7 Tage ohne Kopf weiterleben. Höhe? Höhenangst? Meistens vor der Dunkelheit. Entweder eine schlimme Ruine oder im Wald. Kopfschmerzen. Böse Menschen. Vor Horrorfilmen. Und vor Höhe. Mehr nicht. Wovor habe ich Angst? Keine Ahnung. Vor Nazis? Und Proleten und Schlägern? Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst vor... Was nicht, irgendeine Krankheit, weil ich bisher noch irgendwie nie gesundliche Probleme hatte. Und sonst habe ich Angst vor, ja, vor Diebstähle oder Kriminalität. Ja, am meisten vor mir selber. Vor Spinnen. Und vor Dunkelheit und von dem Schattenspiel von Bäumen, die durch die Fenster gehen an den Wänden. Angst ist wie ein Kick. Ist total gut. Vom Alleine sein. Einfach irgendwie, wenn keiner mehr da ist, also ich ganz allein im Leben stehe, das macht mir Angst. Fällt dir irgendein Ort ein in Berlin, den du unangenehm, gruselig findest oder wo du nicht gerne bist? Oh ja, im Wedding. Und zwar ist es eine U-Bahn-Station. Die eine Ecke in der Weserstraße 30. Vor allem das dritte OG rechts. Die Unterführung beim Zopp. Wedding. Wedding ist furchtbar. Wenn man in der U-Bahn abends steht, komplett alles ist leer und man guckt so viele Horrorfilme, ja, dann ist das für mich der gruseligste Ort in ganz Berlin, nachts alleine in der U-Bahn. Wie heißt die U-Bahn-Station? Die hat einen Doppelnamen. U6 ist das, glaube ich. Könnt ihr mal kurz nachgucken, bitte? Die ist ziemlich, also die irgendwo im Wedding, eine U-Bahn-Station im Wedding, weil, als ich mal da war, war ich die einzige Frau dort und alle waren so gruselig und viele Männer, die komische Sachen erzählt haben. Ein Ort in Berlin. Also was mir zuerst einfällt, aber das ist auch wahrscheinlich, weil es mit dem Winter und meine ganze Geschichte zusammen zu tun hat, aber so was mir so ein bisschen gruselig vorkommt, ist die S- und U-Bahn-Station Neukölln. So, wenn ich so, aber sind, nee, eigentlich fühle ich mich total sicher in Berlin. Na, gruselig nicht, aber ich mag den Osten nicht. Gemein gerade. Marzahn und die andere Seite von der Storkower Straße. Oder auch der Westen ist so ein bisschen anders. Also es ist nicht unbedingt gruselig, aber es ist einfach anders, wie ich das nicht kenne, weil ich eher ein Ostkind bin und ja, sieht alles sehr anders aus. Bunker. Einfach nur unten unter die Erde im Bunker. Die wilde Renate. Das ist
ziemlich cool. Also es macht einen ganz viel Angst, aber Angst ist ja auch gar nicht immer schlecht. Und die haben halt ein Labyrinth. Ganz verrücktes. Sollte man hingehen. Ich muss jetzt überlegen. Marzahn oder so. Ja. Marzahn? Ja. Ja, und die S-Bahn als Gruselkabinett halt, was man halt so für Leute sieht. Also gar nicht, weil die irgendwie komisch angezogen sind, sondern weil ja wirklich auch viele psychisch gestörte Leute zu sehen sind in der S-Bahn. Die einem vielleicht auch was tun könnten oder auch nicht, ich weiß es aber nicht genau. Dann denkt man, die machen alle nichts, aber es passiert. Es kann ja trotzdem irgendwas sein. Nee, ich glaube nicht. Oder? Naja, Springfuhl, Marzahn, Hellersdorf, Buko. Ja. Ja, ist nicht direkt Angst, aber so Ehrfurcht, wenn ich irgendwie Orte sehe aus dem Zweiten Weltkrieg mit total vielen Einschusslöchern und so, es gibt es ja teilweise noch. Aber es ist nicht Angst, es ist eher Ehrfurcht.